Und insbesondere, wenn ich irgendwo wie heute Morgen ganz einen Moment ganz allein hier bin und die Stille und dieser Duft und das aufgehende Licht, es ist einfach wunderbar. Und sowas heilt, was einem gefällt, wo man sich für begeistern kann. Was anderes heilt nicht. Es ist nicht die Medizin. Es ist die Seele, die man bedienen muss. Also ich bin A, bin ich Kriegskind, habe 7 Jahre auf dem Dorf gewohnt als Kind. Meine Mutter hatte 3 Gärten. Ich habe in den Feldern teilweise geholfen. Und ich weiß noch heute, wie eine Möhre riecht, wie eine Brennnessel riecht und wie die ganzen Pflanzen, die wir so kennen, wie die aussehen. Und ich weiß auch meistens die Bezeichnungen dazu. Und hier reizt es mich, die Pflanzen, die Huig angepflanzt hat und dazu sagt, sie verändern das Bewusstsein von Mensch und Tier, die zu finden, wie da diesen Tabak und diese Datura und die Stechpalme und ganz viele andere Pflanzen. Und mich reizt eigentlich alles, die Steine. Und wenn hier vom Fotografischen her, wenn so ein Unwetter war und hier alles unter Wasser, dann hat sich das alles in dem Wasser gespiegelt. Da bin ich fast ausgeflippt. Mein Beruf ist, glaube ich, Neugier und einfach auch erstaunt sein über das, was ich sehe, über das, was ich entdecken kann.